uns sehen Sie täglich neue Videos. Abonnieren Sie kostenlos unseren Kanal. Die Tulpenallee in Kassel wird am Montag, 14. November, wieder für den Verkehr freigegeben. Mehrere Wochen lang ist die Straße zwischen Bad Wilhelmshöhe und Halleshausen saniert worden. Nur der Schwerverkehr darf dort vorerst noch nicht fahren, denn die Brücke über den Geilebach muss noch verstärkt werden. Wer auf der Tulpenallee Richtung Bergpark fährt, wird nun nicht nur über eine intakte Fahrbahn rollen, sondern auch über helleren Belag. Er soll signalisieren, Tempo runter, hier geht es durch einen Park. Zunächst werden aber nur zwei 25 Meter lange Straßenstücke mit hellem Belag versehen, jeweils in einem anderen Verfahren. Und im Frühjahr sehen die Straßenbauer, welches Testfeld am besten bestanden hat. In diesem Verfahren wird dann auch der Rest der Strecke durch den Bergpark mit hellem Belag versehen.